Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Earth und zwar mit der zweiten Mission der englischen Kampagne. William, Herzog der Normandie. Starten wir direkt rein. Golet, der Hofnarr, erschauerte, als er das Haus in Bayeux verließ, wiewohl heute Abend nicht nur ein kühler Hauch in der Luft lag. Ein Aufstand gegen seinen Herrn William, Herzog der Normandie, lag in der Luft. Golet wusste nicht mehr lange und die Verschwörer würden handeln. Trotz König Heinrich von Frankreichs treue Schwur war der Ausgang für William ungewiss. Golet zog den Mantel enger und ging zum Stadttor, um schnellstens zu seinem Herrn zu kommen. Er blieb stehen, als er Stimmen aus einer nahen Gasse hörte. Die flüsternde Unterhaltung kam ihm, zumal um diese nächtliche Stunde, alles andere als unverdächtig vor. Golet näherte sich neugierig dem Klang der Stimmen. Okay, da ist anscheinend eine Verschwörung im Gange gegen William. Scheinen nicht sehr viele einverstanden zu sein, dass er jetzt Herzog der Normandie ist. Okay, Missionsziele. Begleiten Sie Williams Hofnarr Golet auf seinem Heimweg von Bayeux. So, hier nochmal die Geschichte für diejenigen, die es interessiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Mission. Ein schöner Tag in Bayeux. Doch nun muss ich zum Meister William zurück. Doch halt! Was sind dies dort für Flüsterstimmen? Und ruf die Männer schnellstens zusammen. Wir müssen handeln, solange William in Valognes ist. Es soll erledigt werden. William wird den Morgen nicht mehr sehen. Eine Verschwörung gegen meinen Herrn, wie befürchtet. Ich muss vor den Täter nach Valognes. Alles klar, da haben wir schon die ersten Verschwörer. Was seid ihr? Okay, ich kann euch nicht... Ah, doch, jetzt... Ah, ein Huskarl, okay. Okay, der macht ordentlich Damage. Siehe. Okay, Golet macht aber auch ordentlich Damage dafür, dass er ein Hofnarr ist. Alter, guckt ihn euch an. So einen Typen würde ich nicht witzig finden, vor dem würde ich mir einfach einscheißen. Natürlich. Hier, seht ihn euch von vorne an. Da fuck? Das ist einfach aus einem Horrorfilm, Junge. Aus einem Horrorfilm. Warum jongliert er die ganze Zeit? Es ist nicht mal jemand da, der ihnen zuguckt. Das zieht doch nur Aufmerksamkeit auf dich. Naja, okay, egal. Wir müssen nach Valognes und William warnen. Ich vermute mal, das wird hier hinten sein. Hallo? Ah, jetzt. Ja, ich denke mal, da werden wir schon richtig sein. Okay, dann gehen wir mal. Natürlich. Müssen wir aufpassen, dass wir keinen Verschwörern über den Weg laufen? Natürlich. Sonst könnte das ein bisschen tödlich für uns enden. Natürlich. Natürlich. Seid ihr nicht Williams Hofnarr? Gebt Acht zu dieser späten Stunde. Die Straßen können gefährlich sein. Ja, ja, ja. Schon verstanden, Kumpel. Siehe, natürlich. Die Frage ist, sind das jetzt Loyalisten oder sind das auch Verschwörer? Das weiß man ja nicht, ne? Herr, natürlich. Okay, ich gehe mal ein bisschen abseits der Straße. Alter, wie er läuft. Was ist denn bei ihm kaputt? Natürlich. Oh. Du da, wohin des Wegs zu dieser späten Stunde? Mein Herr William ist in Gefahr. Ich muss nach Valognes ihn warnen. Wahrhaftig? Ich fürchte, das wird dir nicht gelingen, Narr. Wir dulden keine Einmischung in unseren Plan. Ja, sag das doch nicht so offen. Wir werden angegriffen. Du Trottel. Okay, ich laufe mal zurück zu den Wachen. Vielleicht sind die ja doch auf unserer Seite. Die Verschwörer sind ja jetzt anscheinend die Gelben. Dann werden die bestimmt doch unsere Leute sein. Natürlich. Wo wart ihr da oben? Jungs, Hilfe. Natürlich. Banditen greifen diesen Reisenden an. Kommt, wir helfen. Ah, okay, ja, sind Loyalisten. Natürlich. Alle, hallo Jungs, da ist noch ein Schütze. Natürlich. Da, hier, sag ich doch. Kompositbogen. Ich wusste doch, dass der aus dem Mittelalter ist. Siehe. Okay. Die können uns also gut nützlich sein, wenn wir unterwegs Leute begegnen. Dann helfen die uns auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. Natürlich. Natürlich. Haha.
Natürlich. Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Was ist das für ein schlimmer Lärm? Natürlich. Es kommt scheins von Norden. Ich sollte wohl nachsehen. Na, ich weiß nicht. Solltest du das? Natürlich. Wenn man einen lauten Knall hört, dann geht man natürlich immer drauf zu. Oh, hi, das ist ein Wolf. Siehe, natürlich. Ah, ein Wolf, der eine Ziege gerissen hat. Doch seht, ist das eine Truhe? Natürlich. Na, kommen wir dahin, ohne dass der uns bemerkt? Ja, eine Truhe. Zweifellos von einem unachtsamen Reisenden. Und seht nur, natürlich. Ein glänzendes Schwert und Verbandszeug für mich. Okay. Siehe, natürlich. Wir werden angegriffen. Habe ich jetzt das Schwert? Scheint so. Jo, plus 50 Schaden haben wir gekriegt. Natürlich. Okay, das Verbandszeug hätten wir jetzt noch nicht gebraucht, tatsächlich. Aber es ist gut, dass wir ein Schwert haben. Jetzt können wir uns auf jeden Fall verteidigen. Natürlich. Wir machen jetzt auf jeden Fall gut Schaden. So, dann wird der Weg jetzt bestimmt auch nicht mehr so weit sein. Hier oben ist ja schon das Ziel. Natürlich. Das wird dann aber bestimmt noch nicht gewesen sein mit der Mission. Oh, Rebell. Natürlich. An denen komme ich nicht vorbei, ne? Nee. Okay, da muss ich wohl drauf. Natürlich. Wir werden angegriffen. Ja, jetzt kriegen die aber ordentlich auf die Fresse. Oh, ich aber auch. Okay, ich muss da wohl ein bisschen aufpassen. Im Tanken ist er auf jeden Fall nicht so gut, der Kolle. Da vorn liegt die Stadt Valogne. Natürlich. Ist hier oben noch irgendwas, was ich mir angucken kann? Hier ist doch bestimmt nicht umsonst ein Weg. Natürlich. Bitte, werter Sir, ich bin Golé, Lord Williams Diener. Ich muss dringend nach Valogne, doch die Wachen stehen im Dienste der Feinde meines Herrn. Ob ihr wohl Gewände als Verkleidung für mich hättet? Ei, hab ich. Williams Leuten helfe ich jederzeit gern. Kommt in meine Bauernkarte, ich gebe euch eine Verkleidung. Okay. Woher weiß der das? Hätte ich vielleicht doch erst zum Tor gehen müssen? Habt Dank, werter Sir. Mit dieser Verkleidung schaffe ich es in die Stadt. Okay, wir sind als Bauer verkleidet. Ja. Unverzüglich. Besser ist es, wir sind sowieso fast down. Unverzüglich. Okay, dann gehen wir jetzt mal durchs Stadttor. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Was hast du in der Stadt zu schaffen, Bauer? Mein Vater ist sehr krank. Ich bin weit gereist, ihn zu besuchen. Ich bitte euch, lasst mich durch. Na gut, du kannst durch. Okay, ihr seid aber nicht gelb. Sicher, dass ihr Verschwörer seid? Naja, wird wahrscheinlich schon der Fall sein. Gut. Okay, geh doch rein, Gordon. Oder Gordon, nee. Unverzüglich. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ist William ernsthaft in dem Haus da? Der Herzog wohnt in einem ganz normalen Haus? Ja, gut. Steht auf, William. Meuchelmörder sind auf dem Weg. Wir müssen schnellstens aus der Stadt. Aha. Noch akzeptiert nicht jeder, dass ich der Herzog bin. Ich verdanke dir mein Leben, Golé. Wir fliehen nach Falaise, doch zuvor müssen wir Valogne heimlich verlassen. Jetzt, wo ich bei William bin, brauche ich diese Bauernfetzen nicht mehr. Ja, zieh wieder dein gruseliges Kostüm an, ist okay. William aber gerade auch das gleiche Model wie Alexander hat, also dieses Antike noch. Mein Verbündeter. Aber naja, jetzt ist er wieder ganz normal beritten. Ziel. Alles klar, wir haben ein neues Ziel.
Begleiten Sie William sicher nach Falaise. Okay. William muss überleben, Golle nicht. Ist egal, wenn Golle stirbt. Scheint fast so. Aber ich werde trotzdem versuchen, ihn irgendwie durchzubringen. Okay, wir müssen also irgendwie aus der Stadt raus. Ich vermute mal, an den Wachen kommen wir nicht vorbei. Deswegen suchen wir uns mal hier hinten rum einen Weg. Natürlich. Für die Krone. Sachsenhunde. Sachsenhunde. Für die Krone. Du weißt aber schon, dass wir uns in Frankreich befinden, ja? Sachsenhunde. Ah, oh, okay. Für die Krone. Ich lass dir deine Illusionen. Natürlich. Für die Krone. Okay, kommen wir hier nirgendwo raus? Gibt's wirklich nur das Haupttor? Sachsenhunde. Kann ich mir nicht vorstellen. Für die Krone. Natürlich. Mal ein bisschen an der Mauer entlang. Aber nö, scheint wirklich so, als ob wir nur das Haupttor können. Ah, jetzt sind sie auch gelb. Aber das sind viel zu viele, da kommen wir gar nicht durch. Da würden wir einfach elendig verrecken. Sachsenhunde. Aber es gibt keinen anderen Weg, so wie es aussieht. Ich kann ja hier auf der anderen Seite nochmal nachgucken. Für die Krone. Es ist William! Aufhalten! Hä? Sachsenhunde. Ihr habt mich gar nicht gesehen. Hört auf! Okay, aber jetzt kann ich, glaube ich, an denen vorbeireiten. Okay, die bleiben da stehen. Kollege, kannst du die mal weglocken? Natürlich. So, du reitest hier lang. Wir werden angegriffen. Okay. Das hat jetzt nicht so ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Okay, wir wollen einfach durch. Lasst uns einfach vorbei. Für die Krone. Kollege, nicht sterben. Ich glaube, die verfolgen uns jetzt eine ganze Weile. Okay, los, runter hier. Die werden uns bestimmt nicht ewig folgen. Irgendwann müssen sie ablassen. Für die Krone. Mein Verbündeter. Siehe, natürlich. Wir werden angegriffen. Jetzt haut endlich ab, verdammt. Sachsenhunde. Okay, William. Drauf. Wir werden angegriffen. Oh Gott, der verfolgt Golle weiter. Da kommen die anderen noch. Aber William macht die gut weg. So, Golle wurde wieder geheilt. Okay, William kriegt aber ganz schön auf die Fresse. Greift er überhaupt an? Hallo? Attacke. Oh. Der kriegt böse einen mit. William? Attacke. Okay, ich glaube, wir schaffen das. Aber da vorne habe ich, glaube ich, gerade noch mehrere Rebellen gesehen. Also könnte schwierig werden. So, William kann sich natürlich auch nicht selbst heilen, ne? Sachsenhunde. Ha. Okay, wir müssen hier unten hin, ja? Gehe ich mal von aus. Okay, hier kommen wir, glaube ich, aber nicht durch. Ne, Gollet, was machst du denn, du Idiot? Ja, hast du dir jetzt selbst eingebrockt? Du kannst jetzt schön allein gegen die kämpfen. Wir werden angegriffen. Natürlich. Okay, der macht das sogar ganz gut. Wenn William so ein bisschen als Supporter mitgeht, passt das, glaube ich. So, die gehen jetzt auf Golle. William kann den gegenheilen. Also hätte ich das mal vorher schon machen sollen. Aber gut, da waren es auch ein paar mehr. William ist es halt schon ganz schön low. Natürlich. Mit dem brauche ich, glaube ich, nicht weiterkämpfen. Der würde bloß draufgehen. Okay, dann müssen wir bestimmt den Aufstand noch niederschlagen. Wir werden bestimmt irgendwo sich versammelt haben dann.
Natürlich. Wenn wir erstmal bei unseren Leuten angekommen sind. Mein Sachsenhunde. Okay, hier geht's nicht weiter. Müssen wir nach oben? Wie, hier geht's nicht weiter? Geht's hier überhaupt nicht weiter, oder was? Natürlich. Oder kann man hier unten lang? Mein Verbündeter für die Krone. Nee, hier geht's nicht weiter, oder? Sachsenhunde. Doch, hier. Siehe. Herr, natürlich. Gole, du gehst mal vor. Schau, Gole, eine kleine Kapelle. Ich möchte hinein und für eine sichere Reise beten. Ja, das ist jetzt bestimmt die beste Idee. Siehe. Für die Krone. Du wirst hier von einem Haufen Rebellen verfolgt. Das ist das Erste, was dir einfällt, ist, in irgendeine Kirche zu gehen und so beten. Herr, natürlich. Oui. Für die Krone. Herr. Die Gebete haben mich getröstet. Oui. Gott wird uns schützen. Ah, okay, er hat sich geheilt. Das ist gut. Sachsenhunde. Herr. Für die Krone. Hört, eine Schar Reiter kommt. Wir müssen Deckung suchen. Vielleicht genügt ja dieses Gebüsch dort drüben. Okay, dann verstecken wir uns hier mal kurz. Oui, für die Krone. Ah, jetzt. Gewiss waren dies die Meuchler auf dem Weg nach Valogne. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Ja, ein Haufen Rebellen abschauen ist das. Okay. Mein Sachsenhunde. Oh, warte, können wir hier lang? Das wäre natürlich ein bisschen sicherer. Naja, wir scheinen da durchzukommen, das ist gut. So, hier werden aber bestimmt noch mehr Verräter auf dem Weg sein. Das heißt, wir müssen trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Für die Krone. Sachsenhunde. Sachsenhunde. Für die Krone. Natürlich. Okay, hier ist noch ein Verbündeter. Mal gucken. Scheint aber nichts zu sagen zu haben. Vielleicht da unten irgendwo. Für die Krone. Lord William, ich werde euch jede Unterstützung gewähren. Wäre ich nicht alt, mein Lord, würde ich selbst mitkommen. Doch meine Söhne bringen euch sicher nach Falaise. Seid euch dessen gewiss, denn sie sind die besten Ritter der Normandie. Okay, da haben wir drei Ritter nochmal dazu genommen. Für den Thron mit meiner Ehre. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Schlagkraft, falls uns nochmal ein paar Rebellen begegnen. Mit meiner Ehre. Ui. Sachsenhunde. Für die Krone. Okay, hier ist eine Engstelle, das sieht mir schon mal sehr nach Hinterhalt aus. Für den Thron. Ein Hinterhalt. Ah. Vorwärts, wir versuchen einen Durchbruch. Gerade habe ich's gesagt. Für den Thron. Mit meiner Ehre. Okay, von beiden Seiten Bogenschützen. Wie viele Anhänger haben die Rebellen denn bitte? Ehre. Bin ich denn so unbeliebt? Sachsenhunde. Banditen voraus, mein Lord. Und wahrscheinlich zu viele für uns. Uns bleibt nur eine Wahl. Meine Brüder und ich kämpfen, während ihr und euer Diener euch durch das Getümmel schleicht. Dies wird wohl der Abschied sein. Daher viel Glück auf dem Weg nach Falaise. Es war eine Ehre, euch zu dienen. Ich will euch jetzt aber nicht verheizen, Leute. Mit meiner Ehre. Können wir nicht einfach drumrum? Für den Thron. Naja, das scheint keine Option Mit meiner zu sein. Ehre. Naja gut, wir Für probieren mal Thron. Durchzukommen. Mit meiner Ehre. Wir werden William kann ja probieren, ein bisschen gegenzuheilen. Oh, okay, das sind ganz schön viele. Naja, die kriegen schon ganz schön aufs Maul. Okay. Gut, uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ja, die sind schon tot. Scheiße. Okay, wir hätten es vielleicht doch so machen sollen, dass wir sie einfach reingehen lassen. Aber ist schade, ich wollte die eigentlich irgendwie so ein bisschen retten. Aber naja, hat wohl nicht so ganz funktioniert. So,
So, das war's jetzt. Für die Krone. Sachsenhunde. Sind wir jetzt schon in Verlies? Ja. Für die Krone. William, Gott sei Dank, ihr lebt. Da ihr nun sicher in Falaise seid, können wir weiter gegen die Rebellen kämpfen. Trotz König Heinrichs Unterstützung haben die Rebellen gerade die Oberhand. Wir brauchen mehr Männer. Besuchen wir die umliegenden Städte und werben wir alle an, die den rechtmäßigen Herzog unterstützen. Sire, die Aufständischen werden jeden Tag stärker. Wenn wir nicht handeln, dürfte es zu spät sein. Okay. Geht's weiter? Ja. Okay, ich vermute, wir können hier nicht ausbilden, sondern kriegen nur die paar Truppen. Ja, genau. Gut, dann müssen wir in den Dörfern jetzt nochmal nach Unterstützung suchen. Ich sehe hier gerade nur eins aufgedeckt, oder? Ne, hier ist noch was. Okay. Ja, dann gehen wir da doch mal nachgucken. So, was haben wir hier? Wir haben zwei Pikeniere und zwei Ritter. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Ich meine, eben hatten wir drei Ritter dabei. Die sind alle innerhalb von Sekunden verreckt. Naja, wir gehen mal durchs Tor. Dann würde ich sagen, wird das da unser erster Halt. Mit meiner Ehre. Pikeniere vorwärts! Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen hat die Britenkampagne eigentlich. Sind das auch 8 Missionen? Ich vermute es einfach mal. Dann dürften wir ja bald durch sein. Also es sind natürlich noch ein paar übrig. Natürlich. Aber 8 Missionen ist jetzt nicht so lang. Das heißt, wir können bald mit der deutschen Kampagne anfangen. Und dann geht es auch danach schon ins Nano-Zeitalter. Mit meiner Ehre. Ich bin ja schon am Überlegen. Ich glaube, nach dem Empire Earth Let's Play mache ich dann nochmal Warcraft 3 tatsächlich. Das habe ich ja mal so angezockt, aber nicht durchgespielt. Das heißt, es wäre mal eine Option. Bürgermeister, ich bin William, Herzog der Normandie. Ich bitte persönlich um Hilfe im Kampf gegen die Aufständischen. Herzog, sagt ihr? Doch wieso sollte ich einem Führer ohne Legitimation helfen? Besiegt ihr meinen Recken im Kampf, so habt ihr meine Unterstützung. Okay. Ja, Milord? Oui. Sachsenrunde. Für die Krone. Sachsenrunde. Der hat 90 Angriff? Mein Verbündeter. Für die Krone. Wir werden angegriffen. Okay, William, mach mal Schlachtruf. Okay, mit der Fähigkeit geht's. Jo. Ihr seid unserer Unterstützung wahrlich würdig. Zu den Waffen. Für William, den wahren Herzog der Normandie. Ach, jetzt auf einmal, ja? Und auch meine Waffenkammer gehört euch. Bogen und Schwerter von höchster Qualität sollen euren Männern im Kampf hilfreich sein. Oh, okay. Jetzt haben wir hier ganz schön was dazu gekriegt. So, was ist jetzt mit Waffenkammer? Können wir hier verbessern? Achso, wahrscheinlich können wir dann die Einheiten einfach verbessern. Okay, wir haben drei Langbögen. Eine Menge Ritter jetzt. Für den Thron. Mein Verbündeter. Für die Krone. Ja. Hat er ein Krankenhaus? Es sieht nicht so aus. Ich müsste William eigentlich jetzt mal kurz ein bisschen heilen. Naja, dann nicht. So, hier noch ein paar Schwertkämpfer. Schwertkämpfer vorwärts. Da packe ich euch mit Gorlet zusammen. Ihr seid die... Jungs, jetzt habe ich euch abgewählt. Ihr seid die 1. Ihr seid die 2. Und ihr mit William seid die 3. So, dann haben wir das auch wieder geklärt. Dann ist jetzt das letzte Ziel hier hinten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier links. Mit meiner Ehre.
kann ich eigentlich mal alle anwählen, sowas nicht. Noch befinden wir uns ja nicht im Kampf. Okay, ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Dann gehen wir mal hier zurück zur Weggabelung. Dann kann ich jetzt ja nochmal hier gucken. 29 Punkte haben wir noch. Die Bogenschützen könnten wir nochmal hochmachen. Wobei, vielleicht wären die Schwertkämpfer vielleicht sogar die bessere Alternative. Den Angriff könnten wir nochmal hochmachen, oder die Trefferpunkte? Ich mach mal Angriff. Und Trefferpunkte knallen wir auch noch rein. So, dann verbessern wir die Bogenschützen nochmal kurz ein bisschen. Da machen wir Reichweite. Dann passt das erstmal. So, dann kann ich... Okay, ich kann euch nicht mehr verbessern. Nö. Okay, dann nicht. Dann weiß ich nicht, was er mit Waffenkammern meinte. Für die Krone. Für den Thron. Okay, ich bin ja tatsächlich ein bisschen gespannt auf das Imperialzeitalter, wie das hier umgesetzt ist. Ich meine, ich bin ja eigentlich für Strategiespiele mehr so im Mittelalter-Setting. Wir haben von Williams losgehört und wollen unsere Unterstützung anbieten. Scheint's habt ihr uns zuerst gefunden. Ah, okay. Eigentlich bin ich ja mehr so für Mittelalter, so strategiespielmäßig, finde ich eigentlich immer am besten. Aber dieses Imperialzeitalter finde ich auch mal ganz interessant. Habe ich ja bei Cossacks hat man das ja hauptsächlich. Oder zum Beispiel Age of Empires 3. Gut, Age of Empires 3 habe ich jetzt nicht gespielt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie der Teil der Kampagne hier in Empire Earth ausfällt. Und die Weltkriege, die würde mich auch mal interessieren. Die habe ich tatsächlich damals gar nicht wirklich gespielt, die neueren Kampagnen. Ich glaube, in der deutschen Kampagne habe ich mal kurz reingeschaut. Ja, Milord? An die Säbel und Angriff! Die Zukunftskampagne habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Für den Thron. Ja, Milord. Aber naja, wird bald mal Zeit, ne? So, ihr seid die zwei. Mit ganzem Herzen. Ihr die Milord. Eins. Und ihr die drei. So, dann haben wir doch jetzt schon mal eine gute Truppe dabei. Ja, Milord. Und den Heiner Ehre. So, dann sammelt euch mal. Ja, Milord. Sachsenhunde. Und los geht's. Mit ganzem Herzen. Pikeniere vorwärts! Mit ganzem Herzen. Sachsenhunde. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's in der nächsten Mission wahrscheinlich nach England. An die Säbel und Angriff! Tod den Heiden! Da müsste eigentlich die Schlacht bei Hastings kommen. Tod den Heiden. Mit meiner Ehre. Gegen wer war das? Harold Godwinson, glaube ich. Für den Thron. Bei den Engländern, bei den Sachsen. Die Armee der Aufständischen lagert nördlich. Unsere Kraft reicht für einen Sieg nicht aus. Wir müssen zurück oder in den sicheren Tod. Okay, dann gehen wir halt hier unten lang. Ist doch kein Problem. Mit meiner Ehre. Vorausgesetzt, wir kommen da rum. Aber ja, ich glaube, da bin ich richtig. Da müsste die nächste Mission eigentlich die Schlacht bei Hastings gegen Harold Godwinson und die Angelsachsen sein in England. Tod den Heiden. Sprich, das hier ist eigentlich noch alles Frühmittelalter so. Mit meiner Ehre. Naja, wobei. So ganz früh Mittelalter, glaube ich, auch nicht mehr. Mit meiner Ehre. Ich glaube, so der Übergang ins Hochmittelalter. Und wieso müsste das jetzt sein? Schwertkämpfer vorwärts! Für Ruhm und Ehre! Schwertkämpfer vorwärts! Okay, ich klicke einfach mal so dahin.
Und da ist auch schon ein Stadttor. Ich bringe Grüße und eine dringende Bitte von William, dem rechtmäßigen Herzog der Normandie. Er bittet um Hilfe gegen den ruchlosen Aufstand. Wir werden Lord William helfen. Zu den Waffenmänner! Okay. Kann William nicht mehr selber sprechen, oder was? Nun können wir den Aufständischen trotzen. Ziehen wir nach Valedyn, wo König Heinrich sich mit uns treffen will. Okay, also hier drüben. König Heinrich ist dann wohl von Frankreich irgendwie? Haben die doch gesagt, ne? Heinrich von Frankreich? Hä? Okay. Ist mir neu. Habe ich auch noch nicht gehört. Mit ganzem Herzen für den Thron. Naja. Ich bin ja schon froh, dass hier die Namen nicht eingedeutscht sind von den Englischen. Wie zum Beispiel jetzt hier William. In so Spielen wie zum Beispiel Medieval 2 Total War, da heißt er ja Wilhelm. Ja, Milord. Tod den Heiden. Das finde ich immer so ein bisschen ätzend in Spielen oder Filmen, wenn die Namen eingedeutscht werden. Wenn der Typ William heißt, dann kann man nicht Wilhelm draus machen. Genauso wie man aus einem deutschen Anführer nicht einfach von Wilhelm William machen kann. Das, ne, macht keinen Sinn. Stets zu Diensten. Ja, Milord. Mit ganzem Herzen. Ja. Für den Thron. Ja, Milord? Schwertkämpfer vorwärts. Stets zu Diensten. So, mal schnell gruppiert. Der wird dann wohl mit uns verbündet sein, nehme ich an. Ja, es hieß hier, wir haben die Unterstützung vom König, also ja. Wird er wohl zu uns gehören, oder? Der hat uns richtig hart verraten und er kämpft jetzt mit den Rebellen. Das wäre allerdings ein bisschen, ja, ein bisschen eigenartig für einen König. Naja, wobei andererseits, wenn er den Herzog halt loswerden will, ne? Beste Methode, einfach die Rebellen unterstützen. Könnte ja genauso gut eine Intrige sein. Dass er sich einfach von den Rebellen einen ausgesucht hat, den er einsetzen will, halte ich aber für unwahrscheinlich. Passt historisch, glaube ich, auch nicht so zusammen, weil ich glaube, wenn die Rebellen sich mit dem König zusammentun würden, dann hätte so ein kleiner Herzog wie William hier keine Chance. Stets zu Diensten. Natürlich. Okay, dann treffen wir uns mal mit ihm. William, meine Männer und ich sind hier, um mit euch gegen die Verschwörer zu kämpfen. Die Aufständischen kommen. Seid bereit, doch greift erst auf meinen Befehl hin an. Halt, William. Ihr habt mir gezeigt, dass man euch ernst nehmen muss. Daher sollt ihr meine Treue und meine Truppen haben. Ist Guy von Bayeux erst besiegt, kapituliert seine Rebellenarmee bestimmt. Okay, da sind ein paar Rebellen nochmal zu uns übergelaufen. Und wir haben jetzt die Unterstützung des Königs, also haben wir auf jeden Fall eine schlagkräftige Streitmacht. Mit meiner Ehre. Die Zeit ist reif, Männer! Hey, wartet, ich will noch gruppieren! Stopp! Okay, scheiß drauf, jetzt auf! Bogenschützen nach hinten. Nahkämpfer rein, Kavallerie auf die Schützen. Wir werden angegriffen. Kavallerie auf die Schützen, Bogenschützen auf die Infanterie.
Oh, da ist noch ganz schön viel Kavallerie. Ja, die gasen da ganz schön gut durch. Oh, da ist der Anführer. Schießt auf ihn. Alter, wow, die haben meine Infanterie schon ausgeschaltet. Okay, William, mach jetzt mal bitte schnell die Schützen da weg. Oh Gott. Okay, Schlachtruf. Alter, wir werden ganz schön weggemacht. Also, hä? Lol. Die haben mich ja komplett gebumst. Was? Haben die den König gekillt? Lol, Junge, was? Hätten wir nur den Gegner töten müssen? Besiegen sie Rebellenarmee und töten sie, geil. Ja, aber... Ne? Der ist halt krass, der Junge. Wollen wir das nicht in einem guten alten Zweikampf machen? Okay, ich glaube, wir müssen neu laden. Alter, wie die uns gebumst haben, was? Ja. Das war's dann wohl mit William. Das war das Ende. William ist gefallen. Alles ist verloren. So, das war die britische Kampagne. Hier ist Ende. Alles vorbei. Scheiße, Alter. Okay. Wir laden mal. Das hier müsste der letzte Autosave sein. Ja. Okay. Mit meiner Ehre. Die Zeit ist reif, Männer. Angriff! Ich kann mich nicht verbessern. Was soll ich denn anders machen? Okay, ich probiere jetzt mal nur auf den Anführer zu gehen. Schwertkämpfer vorwärts. Ja, Milon. Schützen hierhin. Okay, wo ist der Anführer? Der wird wahrscheinlich hier sein. Okay, dann gehen wir da drauf. Wir werden angegriffen. Auf die Kavallerie. Schützen gehen hier auf die. Die machen uns schon wieder ganz schön nackig, ne? Wo ist denn ihr Anführer? Ich sehe den in dem Gewusel noch gar nicht. Ah, da ist er. Alle auf den Anführer. Da ist schon wieder kaum was übrig von uns. Vom König auch nicht mehr, ne? Ne. Könntet ihr den bitte jetzt fertig machen? Keine Nahkämpfer mehr. Ja, wir sind schon wieder tot. Hä? William ist gefallen. Alles ist verloren. What the fuck? Okay, das ist jetzt echt übel. Muss ich irgendwie Zivilisationspunkte vielleicht noch verteilen? Für Kavallerie? Wir haben Speerkämpfer-Kavallerie, ne? Oder? Ritter waren Speerkämpfer, ja. Okay, Kavallerie, Speerkämpfer, Nahkampf, machen wir Trefferpunkte hoch und Panzerung. Und mehr können wir nicht machen. Ich hoffe, das hilft jetzt irgendwie. Also, holy. Mit meiner Ehre. Die Zeit ist reif, Männer. Angriff! Können ja mal gucken, dass wir mit dem König zusammen irgendwie so ein bisschen... Aber haben wir eigentlich die ganze Zeit schon gemacht, also macht nicht wirklich Sinn. Okay, wir müssen mal die Bogenschützen da ganz schnell wegmachen. Kavallerie einfach mal durch und die Bogenschützen wegmachen, bitte. William macht mal Schlachtruf. Okay, das sieht hier jetzt erstmal nicht so schlecht aus. So, Nahkämpfer jetzt auch mit rein. Die Bogenschützen. Okay, die Kavallerie muss jetzt mal raus. Schützen, hier mit drauf. Okay, Kavallerie jetzt wieder auf die Schützen. Mach mal Schlachtruf. Aber
wir werden trotzdem so hart gebumst. Was zur Hölle? Also viel mehr kann ich doch jetzt gar nicht anders machen. Also die Schützen haben wir jetzt auf jeden Fall gleich weg. Ja, das war's mit den Schützen. Okay, und jetzt? Da ist der Typ. Okay, wir verfolgen ihn jetzt einfach mal. Okay, der will den König töten. Alles klar. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir müssen den jetzt bloß irgendwie mal verfolgen können. Ich nehme mal die Kavallerie. Okay, wir haben nur noch eine Nahkampfeinheit übrig. Abgesehen von der Kavallerie natürlich. Kann er jetzt mal stehen bleiben? Hallo, bleib stehen! Junge, was ist das für ein Hundesohn? Bleib jetzt stehen, Alter. Ey, der König reitet aber auch immer weiter weg. Bleib doch mal hier, damit wir den töten können. Was zur Hölle geht hier ab? Jetzt mach den doch mal weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Junge, kannst du mal irgendwie in die Richtung da reiten? Der lockt den über die ganze Map. Also jetzt tötet ihn doch endlich. Okay, macht mal erstmal den da weg. So, und jetzt auf den. Alter, wo reitet der König denn hin? Okay, der reitet, glaube ich, hier hoch zur Stadt. War auch nicht schlecht, da wird er halt noch von den Türmen beschossen. Alter, der zieht das so in die Länge, gerade damit, dass er wegrennt. Also wenn das in einem echten Schlachtfeld so aussieht, dann ist vorbei. Der König rennt so weg, der andere Anführer reitet ihm hinterher und die ganze Armee reitet dem Anführer hinterher. What the fuck? Los, jetzt macht ihn doch weg. Wo ist William? Da ist William. Hallo, William. So, Schlachtruf. Du da, machst auch nochmal Schlachtruf. Und jetzt macht ihn weg. Tötet ihn jetzt endlich, das kann doch nicht sein. Wo reitet er denn hin? Bleib doch stehen. Du Idiot. Das kannst du doch niemandem antun. Ich mach mal später hoch. Jetzt tötet ihn. Der hat schon Hälfte Leben. Ey, wenn der König nicht die ganze Zeit wegreiten würde, ne? Der versaut hier gerade alles. Der versaut alles, der Sack. Ich wünschte, die Rebellen hätten nicht einfach getötet. Hä? Ach, da ist auch noch einer von ihm. Alter, König Heinrich, wo reitest du hin? Was machst du? Tötet jetzt Guy von Burgund oder Guy von Burgund oder was auch immer. Tötet ihn endlich. Wo schießt ihr denn hin? Also das kannst du niemandem erzählen. Stell dir mal vor, ich würde das auf normalem Tempo laufen lassen. Warum bewegst du dich nicht? Ah, jetzt. Sir Guy ist tot. Die Schlacht ist gewonnen. Ihr habt euch heute gut geschlagen, William. Hiermit erhebe ich euch in den Ritterstand. Von heute an soll keiner daran zweifeln, dass ihr der wahre Herzog der Normandie seid. Gut, dass man nur dein Pferd sieht, Bruder. Also, was zur Hölle war das denn? Also, wenn ich das in normaler Geschwindigkeit hätte laufen lassen, also, da hätte ja ewig gedauert jetzt. Vor allem, hier steht noch eine fette Rebellenarmee, also, ne? Naja, wie auch immer. Okay, das war ein etwas seltsames Ende, aber ja, das war die Mission. Lol. Okay, hier haben wir nochmal die Statistiken. Okay. Und es geht tatsächlich in die Schlacht von Hastings.
Das heißt, da geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.